Ja, vielen Dank für die Einladung. Kapitalismuskritik ist ja jetzt mit dieser Krise ein Stück weit wieder zumindest diskutierbar geworden. Es fängt aber schon an damit, wie man diese Krise überhaupt benennt. Also die einen sagen, es ist eine Finanzkrise, die jetzt auf die Realwirtschaft übergreift. Das ist schon wieder ein Jahr her. Die Realwirtschaft erholt sich ja anscheinend schon wieder, was auch immer man davon halten soll. So haben ganz viele geredet, zum Beispiel auch die Gewerkschaft Verdi, ja, haben quasi immer dieses Moment der Finanzkrise hochgehalten, das jetzt auf die Realwirtschaft übergreift. Das hat bestimmte Implikationen, auf die ich gleich kommen werde. Eine andere Variante, über diese Krise zu reden, war die von einer Überakkumulationskrise zu reden, wie das zum Beispiel der Karl-Heinz Roth macht und andere, wobei man das auch kritisieren kann. Das hat aber eine ganz andere Vorstellung vom Zusammenhang von Produktion und Geld und Finanzsphäre als diese erste Vorstellung von der Finanzkrise. Das setzt, also die Überakkumulationskrise setzt den Grund der Krise eigentlich eben in der Produktion an, in der Überakkumulation, wo sich die Krise dann nur als Geldkrise erstmal äußert. Sie erscheint erstmal so, aber es gibt diesen Zusammenhang, der ursächlich eigentlich in der Art und Weise der Produktion liegt. Das ist eine ganz andere Vorstellung, über die man dann auch noch weitlich streiten kann. Ich will jetzt heute Abend erstmal über diese erste Vorstellung reden, die immer den Kapitalismus auf zuspitzt auf dieses Phänomen des Zinses. Und ich habe ein paar aktuelle Beispiele davon rausgesucht, wo auch so ein paar Motive vorkommen, die in dieser Debatte, in dieser Vorstellungswelt so herumgeistern. Also da war ein Artikel zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung im Februar, wo Jakob von Uexküll ein Interview gibt mit der Überschrift »Die Finanzwelt muss der Wirtschaft dienen, nicht umgekehrt«. Denn dann sagt er hier, »Geldgeschäfte zum Selbstzweck der Geldvermehrung müssen eingedämmt werden, dazu gehören die meisten Geschäfte mit Derivaten und so weiter. Es muss ein zins- und schuldloses Geld sein, um nicht die einseitige Profite und Abhängigkeiten zu schaffen.« Er überlegt, ob das der internationale Währungsfonds sein könnte und sagt dann am Ende von diesem Interview oder in der Mitte nochmal, eben durch die Einführung, also wie soll man sowas erreichen, ne? Durch die Einführung eines zinslosen Geldes, das der Wirtschaft dient und nicht nur den Börsen. Das ist ein Motiv, das es gibt. Das findet man exakt genauso zum Beispiel bei vielen Leuten von Attac. Es gibt einen Foliensatz von dem Peter Wahl von Attac, wo er versucht, diese neue Form des Kapitalismus zu charakterisieren. Das heißt dann, ein neues System hat sich etabliert. Finanzmärkte sind global die am stärksten integrierten und mobilsten Märkte. Das Verhältnis zur Realwirtschaft hat sich umgekehrt. Die Finanzmärkte haben sich von der dienenden zur dominierenden Kraft entwickelt. Es wird da nicht ganz klar, wann das gewesen soll, aber aus dem Zusammenhang heraus ist zu vermuten, dass das sozusagen die Phase des Neoliberalismus meint und sagen wir mal, seit dem Zusammenbruch von Bretton Woods hat sich das so geändert. Was mich rückschließen lässt, dass bis dahin die Finanzsphäre anscheinend der Realwirtschaft eher gedient hat, anstatt sie zu dominieren. Ein anderer Foliensatz von Attac, der ist auch noch überschrieben, damit eine andere Welt ist möglich. Also wenn diese Gruppe da sagt, sie wäre für ein geldfreies Leben, dann würde ich ja sagen, das kann ich teilen, den Wunsch habe ich auch. Ja. Man muss sich aber dann überlegen, was das denn eigentlich heißt. Was müsste alles abgeschafft sein, damit man tatsächlich geldfrei leben könnte? Reicht es aus, eben den Zins abzuschaffen? Dann hat man ja noch nicht das Geld abgeschafft. Also, wie sieht die andere Welt bei Attac aus? Sie hat vor allem, also die Krise muss bewältigt werden. Das heißt, bei denen immer gelöst werden. Es wäre ja nochmal die Frage für die Linke, ob unser Streben danach geht, diese Wirtschaftskrise zu lösen oder
hat da jemand ein Interesse dran, diese Krise zu lösen, im Sinne davon, dass der Kapitalismus dann weiter sich produzieren und reproduzieren kann, oder muss man da nicht ein anderes Verhältnis dazu haben? Zweitens müssen die Finanzmärkte reguliert werden bei Attac, die Dominanz der Finanzmärkte brechen. Das klingt irgendwie, vor 70 Jahren hätte man gesagt, die Zinsknechtschaft brechen. Ja, heute sagt man, die Dominanz der Finanzmärkte brechen. Wirtschaft nachhaltiger gestalten, ein neues Finanzsystem. Ja, das kann man alles im Netz finden. Das neue Finanzsystem soll dann aussehen, so dass es also internationale Kooperation der Regulierung und Aufsicht gibt, Kapitalverkehrskontrollen, Zielzonen für Wechselkurse, eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Gründung einer International Clearing Union, globale Ungleichgewichte ausgleichen, gemeinsame Steuer- und Sozialpolitik. Und natürlich sollen die Finanzmärkte reguliert werden, die Heuschrecken sollen ausgehungert werden. Man beachte diese Bilder auch. Es sollen Kapitalverkehrskontrollen geben, Finanztransaktionssteuern und so weiter. Es steht da nichts davon, dass es vielleicht Profitwirtschaft insgesamt bekämpft werden sollte, dass Lohnarbeit bekämpft werden sollte, dass Konkurrenz als das bestimmende Prinzip dieser Wirtschaft, alles das steht da nicht, sondern die andere Welt ist sozusagen reduziert auf, dass man diese Finanzsphäre irgendwie eindämmt. Ja, demokratisiert, sagen sie manchmal auch. Unsere Forderungen, steht dann in einem anderen Papier von Attac, sind schärfere Eigenkapitalvorschriften, finanzielle Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen durch Stärkung klassischer Finanzierungsquellen, Kreditanstalt für Wiederaufbau, Landesbanken, Sparkassen, Technologieförderung, innovative Unternehmen und nicht an deren Kapitalgeber, Stärkung der Mitbestimmung der Betriebsräte, Verhinderung von kreditfinanzierten Sonderausschüttungen und so weiter. Ja, also es ist sozusagen eine Stärkung dessen, was Sie in einem anderen Zusammenhang dann die Realwirtschaft nennen, und eine Eindämmung des Einflusses des Finanzkapitals. Das ist die andere Welt von Attac. Also man kann viele Beispiele finden. Ein anderes ist hier, das ist jetzt nicht mehr Attac, sondern das ist ein Professor Bernd Senf. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, ein bekannter Zinskritiker. Geld regiert die Welt, heißt dieses Interview hier. Zinssystem, Geldschöpfung und Weltfinanzkrise. Und da plädiert er, weil er also den Zins und den Zinseszins kritisiert. Ja. Bei 5% Zinseszins verdoppelt sich ein Geldvermögen jeweils alle knapp 15 Jahre, und dann kommt also eine mathematische Logik hier, die dann drauf rausläuft, dass die reale Produktion niemals erreichen kann, so ein Wachstum, und dass deshalb der Zins der Krebs des sozialen Organismus Gesellschaft sei. Und insofern muss also der Zins durch eine Geldreform bekämpft werden. Das ist dann also seine These, denn das Wachstum, schreibt er hier, der realen Produktion von Gütern und Dienstleistungen kann auf Dauer unmöglich mit dem vom Zins geforderten Wachstum mithalten. Insofern braucht es also diese Geldreform, die dann so aussehen soll, dass das Zinssystem überwunden wird durch eine umlaufgesicherte Indexwährung. Das ist sozusagen das Standardmotiv. Ja. Die umlaufgesicherte Indexwährung heißt, sie muss sie dann vor Inflation geschützt werden, dann kommen wir gleich drauf. Geldschöpfung darf nur in öffentlicher Hand sein, also es ist ein Kampf gegen diese private Geldschöpfung, wie man sie eben über diese Privatbanken, über diesen ganzen Finanzmarkt im Moment hat, und zwar nicht nur im Moment, sondern, wie man bei Marx nachlesen kann, mit der modernen kapitalistischen Gesellschaft hat man die. Zinsfreies Geld für den Staatshaushalt wird gefordert. Unterbindung der Giralgeldschöpfung der Geschäftsbanken aus dem Nichts. Staatliche Förderung alternativer Geldsysteme.
Und dann fordert er ein Vollgeldsystem. Ein Vollgeldsystem mit 100%iger Deckung des Giralgeldes könnte eine solche dramatische Situation infolge eines Sturms auf die Banken nicht eintreten. Was kann man sich darunter vorstellen unter einer Vollgeld, unter einem Vollgeldsystem mit 100%iger Deckung? Das läuft in der Regel darauf raus, dass auf das, was der Marx im 19. Jahrhundert als Banking-Schutzkugel diskutiert hat, dass das Papiergeld irgendwie gedeckt sein muss. Das Papiergeld, was eine Bank rausgibt, muss irgendwie gedeckt sein mit Gold, was sie im Keller liegen hat, oder mit Werten, mit etwas, was dann einen immanenten Wert hat. Ja, das müsst ihr euch jetzt in Anführungsstrichen vorstellen, weil das ja selbst nochmal zu hinterfragen ist, was hier der immanente Wert davon sein soll. Wenn man es weiter zugespitzt haben will, dann kann man sich solche Seiten anschauen, die tatsächlich direkt von Anhängern von Silvio Gesell gemacht werden. Da gibt es zum Beispiel eine, die heißt hier Wirtschaftsordnung ohne Zinsen, eine Antwort auf die gegenwärtige Weltfinanzkrise. Ein Dr. Felix Fuders schreibt hier und beschreibt also erstmal den gegenwärtigen Kapitalismus als Zinskapitalismus, der genauso wie der Kommunismus keine natürliche Lebensform ist, also der Natur des Menschen nicht entspreche, sondern vom Staat aufgezwungene Wirtschaftsformen sei. Der Kommunismus verleitet zu Faulheit. Ich bitte das als Zitat zu verstehen von Herrn Fuders. Und der Neoliberalismus zur Gier. In einem gesunden, also natürlichen Wirtschaftssystem gibt es weder Planwirtschaft noch Zinsen, die beide zur Versklavung der Menschen führen. Ein auf Zins aufgebautes Wirtschaftssystem zerstört sich daher in regelmäßigen Abständen selbst. Was das meint, ist irgendwie unklar, finde ich, weil dieser Kapitalismus ja jetzt schon seit Hunderten von Jahren sich reproduziert, zwar krisenhaft, aber er reproduziert sich und er zerstört sich ja nicht selbst. Auch die jetzige Krise hat ja nicht irgendwie zu einer Zerstörung von irgendwas, also nicht von diesem Gesellschaftssystem insgesamt geführt. Also das ist irgendwie unklar, was das hier meint. Was wird gefordert, das ist natürlich klar. Erstmal ist natürlich, es ist natürlich, jetzt im wörtlichen Sinne hier gemeint, in der Natur gäbe es kein unendliches Wachstum, das gäbe es nur im Zins, insofern sei Zins wieder natürlich, müsse abgeschafft werden. Was allerdings nicht heißt, da bemüht er sich dann die letzten paar Seiten drum, was natürlich nicht heißt, dass es keinen Unternehmertum gibt, was mit Gewinn und Profit produziert. Ja, also er kritisiert dann hier die Ökonomen oder die Ökonomen, die zu jedem Gewinn Zins sagen. Das taucht bei dem Marx auch auf als Moment, ja, als verkehrtes Moment. Ja. Die kritisiert er hier auch und sagt, das ist ja was ganz anderes, ein realwirtschaftlicher Gewinn. Und ein Darlehenszins, der völlig unabhängig sei von Produktivwirtschaft. Ja. Selbstverständlich kann in einem zinsfreien Wirtschaftssystem Kapital gewinnbringend unternehmerisch eingesetzt werden, also verzinst in Anführungsstrichen werden. Hierbei handelt es sich jedoch um eine Verzinsung, die auf einem realwirtschaftlichen Gewinn beruht und so weiter. Und als letztes, da brauche ich gar nichts draus zu zitieren, ist ein ziemlich neuer Aufsatz aus einer Zeitschrift für Sozialökonomie von einem Herrn Wenzlaff, der versucht, eine Synthese von Proudhon, Gesell und Keynes, die in der Tat alle eine ähnliche Vorstellung haben. Vielleicht wundert es bei Keynes ein bisschen. Proudhon, Frühsozialist aus dem frühen 19. Jahrhundert, Silvio Gesell, Ökonom aus irgendwann im späten 19. Jahrhundert geboren, 1930 gestorben. Und Keynes, der bekannte Ökonom Keynes, haben an der Stelle die gleiche Fantasie von einer zinslosen
Marktwirtschaft. Ja, da sagt er hier, also die Vorschläge von Gesell, die sind zu kompliziert und von Proudhon auch und sowas. Man kann das einfach lösen, indem die Notenbank auf Kreditpolitik verzichtet und unbegrenzt zinslose Kredite an die Geschäftsbanken gibt und man aber umgekehrt der Notenbank als geldpolitisches Instrument in die Hand gibt, eine Besteuerung der Liquidität. Das ist die Synthese aus Proudhon, Gesell und Keynes. Und also bei dem Keynes taucht es auch auf, in der Tat, wer das Buch mal bis zum Ende gelesen hat, da bezieht er sich positiv auf Silvio Gesell und sagt, da ist der richtige Weg. Ja, die Idee von Silvio Gesell beschreibe ich jetzt gleich. Da wird versucht, das Geld mit einer Steuer zu belegen, mit einem Abschlag zu belegen, was dann eben die Konsequenz hat, dass es keinen Sinn mehr hat, Zinsen zu nehmen. Und das ist letztlich die Utopie auch von dem Keynes, der langsame Tod des Rentiers. So steht das ja bei ihm dann weiter hinten in den Passagen, die selten diskutiert werden. Es ist nicht uninteressant, finde ich, die im Zusammenhang zu lesen mit dem Vorwort zur deutschen Auflage von 1936, wo nämlich dann drinsteht in dem deutschen Vorwort, dass natürlich das, was er da so vorhat, in Staaten wie dem Deutschen gerade sehr gut umzusetzen ist. Ja. Jetzt will ich nicht den Keynes zum Faschisten hier stilisieren, aber der war einfach ein nüchterner Ökonom, der wusste, unter diktatorischen Bedingungen kann man bestimmte wirtschafts-finanzpolitische Vorstellungen besser umsetzen. Das haben die Neoliberalen in Chile genauso gewusst und haben unter Pinochet ihr Konzept durchsetzen können. Aber so steht das also bei dem Keynes, und die Perspektive von ihm ist letztlich eigentlich eine ähnliche wie eben wie die von dem Gesell, die eben auch nah dran ist an so einer nationalsozialistischen Vorstellung, wie vielleicht von diesem Gottfried Feder, diesem Ökonom der Nationalsozialisten, die eben auch eine zinslose Wirtschaft sich überlegt haben. Was ist denen allen gemeinsam? Attac, wie Silvio Gesell, letztlich wie auch Proudhon. Sie belassen alles, was der Kapitalismus an Charakteristika zu bieten hat, bei. Es gibt Warenproduktion, es gibt Äquivalententausch, ja? Also die Waren, die Produkte müssen als gleichwertige irgendwie getauscht werden, letztlich auch mit Geld, aber das Geld darf eben nur Zirkulationsmittel sein, Tauschvermittler, und darf eben nicht, es darf dem Geld sozusagen die Möglichkeit nicht gegeben werden, sich zu Kapital, zu Zinskapital fortzuentwickeln. Es gibt in diesen Vorstellungen natürlich Lohnarbeit. Es gibt Unternehmer, die Profite machen, systematische Profite, Gewinne. Es gibt Konkurrenz. Das alles ist überhaupt nichts Neues. Das findet man eben bei dem Proudhon genauso wie bei Silvio Gesell und wie heute bei diesen ganzen Zinskritikern. Ja. Wie sie letztendlich das dann konstruieren, dass sie das Geld von dieser Qualität befreien, da unterscheiden sie sich nochmal. Also Proudhon und auch Gesell sind beide davon ausgegangen, dass es am Gold liegt. Es gibt ja auch heute wieder so eine hübsche Golddiskussion, und bei Hart aber Fair oder in der Süddeutschen und sonst wo kann man überall auch plötzlich wieder lesen, dass das Gold die immanente Qualität hat, Wert aufzubewahren, also qua metallischer Eigenschaft. Ne? Das wundert irgendwie gar niemand, auch also heute nicht mehr. Eine Weile war das völlig aus der Debatte verschwunden, jetzt ist es wieder da. Der Silvio Gesell sagt es auch ganz klar, die Ursache für Bürger- und Völkerfrieden ist die Ökonomie.
Die ist charakterisiert, sagt er in seinem Buch Die natürliche Wirtschaftsordnung, nach der sich diese Gruppe da benennt, durch das Bodenunrecht und das Metallgeld. Und das Metallgeld ist seinem Wesen nach vollkommen dem Gelde gleich, das schon seit dem Altertum den Austausch der Waren vermittelte. Und der Zins wird eben aus der metallischen Eigenschaft des Geldes erklärt. Das ist für ihn ganz klar. Was ist die Konsequenz daraus? Man muss natürlich das Goldgeld abschaffen. Ja, man muss dem Geld die Qualität nehmen, Wert aufbewahren zu können, und das Geld muss verrotten wie eine Kartoffel im Keller. Jetzt wusste er nicht, dass die Kartoffeln bei uns auch nicht mehr verrotten, seit es Gentechnik gibt. Aber also wie irgendetwas, was heutzutage auch noch verrottet. So muss Geld sein. Und jetzt hat er sich dann vorgestellt als Schwundgeld. Die Idee war also, man schafft das Goldgeld ab, man erfindet es, man führt ein Schwundgeld, und das soll dann so funktionieren, dass es, sagen wir mal, 100-Euro-Schein, da würden dann immer so Marken, also der hätte dann mit Datum versehen, ja, und der würde dann jeden Monat so und so viel weniger wert werden, ja. Das sind dann mit so Märkchen draufgeklebt worden, oder irgendwie so hat das dann praktisch ausgesehen. Das sollte dazu führen, dass man gezwungen ist, permanent das Geld auszugeben, es nicht zu horten, und es auch nicht, dass es auch keinen Sinn macht, es gegen, also für eine bestimmte Zeit zu verleihen, ja. So wollte man den Zins aufheben. Dieses Unrecht und das Metallgeld, die führen zu einer Zweiteilung des Volkes, wie der Silvio Gesell sagt, in Rentner und Lasttiere. Das ist dann das berühmte Motiv, das sich durchzieht durch solche Zinskritiken. Es wird eine Unterscheidung gemacht zwischen den Rentnern, also denjenigen, die nichts tun und nur durch Geldverleihen mehr Geld bekommen. Und die Lasttiere sind der entsprechende Rest. Die Lasttiere sind dann eben die, die arbeiten. Und da wird kein Unterschied gemacht zwischen den Arbeitern und Arbeiterinnen und dem Unternehmer, der ein produktives Unternehmen hat und diese Arbeiter und Arbeiterinnen entsprechend ausbeutet. Dieser Unterschied verschwindet, sondern das ist alles die Seite der Lasttiere, ja, oder des schaffenden Kapitals, könnte man auch sagen, und das Raffende, die Rentner, das sind eben die Finanzkapitalisten. Das ist die Unterscheidung, die einem ein bisschen in abgemilderter Form, aber eben durchaus auch in all diesen Attackfolien und so weiter begegnet, wo es permanent immer nur darum geht, dass das Finanzkapital diese maßlosen Profite macht, ja, und es überhaupt irgendwie nicht darum geht, dass das Kapital Profite macht, ja, ganz unabhängig davon, in welcher Gestalt, ob als Finanzkapital oder Realwirtschaft, ja, das lässt sich ja auch empirisch gar nicht so trennen, ja, heute nicht wie damals nicht. Diese Unterscheidung, also die findet man ganz, also sehr schön klar rausgearbeitet bei dem Silvio Gesell. Geht um die Entmachtung des Geldes, um die Einführung eines Schwundgeldes. Und die natürliche Wirtschaftsordnung sieht bei ihm dann so aus, das muss man tatsächlich mal zitieren. So verstehen wir, schreibt Silvio Gesell also, unter natürlicher Wirtschaft eine Ordnung, in der die Menschen den Wettstreit mit der ihnen von der Natur verliehenen Ausrüstung auf vollkommener Ebene auszufechten haben, wo darum dem Tüchtigsten die Führung zufällt, wo jedes Vorrecht aufgehoben ist und der Einzelne dem Eigennutz folgend geradeaus auf sein Ziel lossteuert, ohne sich in seiner Tatkraft durch Rücksichten ankränkeln zu lassen, die nicht zur Wirtschaft gehören und denen er außerhalb ihrer immer noch frohen Dienst leisten kann. Das beschreibt er immer wieder dann auch in seinen, in diesem Buch, dass das sozusagen die Entfesselung des sozialdarwinistischen Kampfs ums Überleben ist, ja.
nicht mehr angekränkelt von sozialen Rücksichten oder sowas. Ja, kann der Einzelne in die universale Konkurrenz treten. Wie gesagt, Warenproduktion, Lohnarbeit, Tausch, Konkurrenz, Profit, alles wird da beibehalten. Man könnte jetzt viele Fragen an den Silvio Gesell stellen. Die gleichen Fragen könnten wir auch an Pierre-Joseph Proudhon stellen. Der hat geldtheoretisch eine ähnliche Vorstellung gehabt. Hat das auch sehr an der metallischen Qualität des Goldes festgemacht. Sein Vorschlag war ein anderer. Sein Vorschlag war der, also insofern gilt er auch zu den Frühsozialisten, Arbeitsstundenzettel einzuführen. Ja, man sollte also den gerechten Lohn für seine Arbeit bekommen und auf diesen Arbeitsstundenzetteln sollte eben die Arbeitszeit draufstehen, die man dann austauschen kann, äquivalent gegen andere Arbeitsstunden. Das war das Ausgangsmodell, das der Marx dann auch vor Augen hatte, als er das kritisiert hatte. Marx hat erstmal eine ganz ähnliche Intention natürlich gehabt, wie auch Proudhon, ja, letztlich auch wie die Zinskritiker. Natürlich hat Marx auch den Zins kritisiert. Klar, aber für den Marx hieß kritisieren immer auch begreifen. Und umgekehrt begreifen heißt immer auch kritisieren. Das hat er von Kant und Hegel gelernt und weitergetrieben und die selber wieder kritisiert. Ja. Er hat auch den Zins kritisiert, aber in der Perspektive auf Emanzipation, würde ich das erstmal nennen. Ja. Aufhebung von Herrschaft, Unterdrückung von Unfreiheit und Ungleichheit. Von den Zielen her ist das wahrscheinlich ähnlich mit den Frühsozialisten, das ist also mit von dem Silvio Gesell her, gut, der sagt auch erstmal, ja, das führte zu Kriegen und so weiter, Bodenungleichheit, das wollte er letztlich auch kritisieren, aber emanzipatorische Perspektiven hatte das gar nicht, ja, bei dem Silvio Gesell. Sondern im Gegenteil, das war eben die Entfesselung von der universalen Konkurrenz und die Befreiung vom Zins. Ja. Bei dem Marx ist das, würde ich sagen, viel grundsätzlicher. Ja. Die Perspektive von der Zinskritik ist eine, die immer fragt, wie ist, wenn man den Zins abschafft, was muss man da noch alles abschaffen, damit er abgeschafft ist? Und wie ist der Zins überhaupt eingebettet in kapitalistische Verhältnisse? Weil für den Marx erstmal klar ist, dass gar nicht der Zins das Problem ist, sondern die kapitalistische Produktionsweise insgesamt. Wie geht er dabei vor? Zunächst mal, denke ich, ist ein ganz, ganz entscheidender Unterschied, dass er das historisch einordnet. Er macht das genaue Gegenteil von dem, was die Zitierten hier alle machen, die sagen, seit 3000 Jahren gibt es Geld, ne? Dass es in Europa mal ein paar hundert Jahre verschwunden war, das Geld, das interessiert irgendwie gar nicht. Ja. Dieser Wenzlaff hier kommt zum Schluss auf Aristoteles und sagt, also schon der Aristoteles hat gesagt, es sei wieder natürlich und so weiter. Ja. Also dieses überhistorische Betrachten der Verhältnisse, die sozusagen alles über einen Kamm scheren, ob Wucher im Mittelalter oder Geldverleihen in der Antike und so weiter, das ist alles eins. Es gibt da irgendwie Geld, es gibt da irgendwie sowas wie Zins und dann hat man alles eins. Da geht der Marx ganz anders vor und macht sich erstmal klar, dass das erstmal eine spezifische Form von Zins ist, die er hier analysiert, eine spezifische Form von Geld ist, eine spezifische Produktionsweise ist und dass der Zins in der Gesellschaft mit kapitalistischer Produktionsweise eine ganz andere Funktion hat als in anderen Gesellschaftsformen, als in der Antike, als im Mittelalter. Weil er zunächst mal kann er ja feststellen,
Zins und Kredit ist etwas, was es in der kapitalistischen Gesellschaft universal überall gibt. Jeder Unternehmer braucht Kredite, um in der Konkurrenz bestehen zu können, um eine Investition tätigen zu können, um das, was der Konkurrent an neuen Maschinen irgendwie eingeführt hat, auch einführen zu können. Oder umgekehrt, um sein Geld anlegen zu können, dass die Produktion ausschwitzt und dass das übrig bleibt und dass er ja nicht irgendwie unter das Kopfkissen legen kann, sondern dass er irgendwie anlegen muss. Also Kredit und Zins ist in der kapitalistischen Gesellschaft ein universales Phänomen, was schon einen wesentlichen Unterschied macht zu früheren Gesellschaften. Es ist eben nicht die gesamte Gesellschaft geprägt von Geldverhältnissen, von Zins, sondern das ist irgendwie ein ganz spezifisches Segment, wo jemand überhaupt Zins oder Kredit braucht. Dann sagte, die kapitalistische Gesellschaft ist charakterisiert durch die universale Warenförmigkeit von nahezu allem in dieser Gesellschaft. Das ist ein entscheidender Unterschied zu anderen Gesellschaften. Es gibt keine Gesellschaft, in der früher, in der alles Ware war oder nahezu alles. Das macht der Marx nicht am Anfang des Kapitals, sondern am Ende des Kapitals, wo er nochmal deutlich macht, das ist der elementare Unterschied zu, der Gesellschaft irgendwie im 13., 14. Jahrhundert, wo es auch an bestimmten Punkten Handel mit Salz zum Beispiel gab oder mit Gewürzen oder sowas. Ja. Diese Gesellschaften sind aber nicht durch und durch nur als Warenproduzierende organisiert gewesen. Im Gegenteil, sie waren eben anders organisiert. Und Kapitalismus zeichnet sich dadurch aus, dass alles, tendenziell alles, Ware ist und als Ware produziert wird und damit auch nur den Zweck hat, aus Geld mehr Geld zu machen. Letztlich ist es im Kapitalismus ja völlig wurscht, dem Kapitalisten, was er produziert, sondern es geht ihm nur darum, dass hinten mehr Geld rauskommt, als er vorne reingesteckt hat. Man erinnere sich nochmal an dieses Zitat von dem ersten Ökonom, den ich da zitiert hatte, der gesagt hat, also Geldwirtschaft, in der es nur um Geldvermehrung geht, die müsse wieder abgeschafft werden, das Geld müsse wieder dienen. Ja. Das, was er als Charakteristikum des Finanzkapitals beschreibt, würde der Marx sagen, ist ein grundsätzliches Charakteristikum von kapitalistischer Produktion. Es geht dem Kapitalisten nicht darum, was er spezifisch da produziert. Es geht ihm darum, dass er etwas produziert, was er verkaufen kann, am Ende des Prozesses, was mit Mehrwert geschwängert ist und woraus er einen Profit ziehen kann. Was das ist, ist völlig wurscht. Konkret ist es natürlich nicht ganz wurscht, weil man natürlich gucken muss, was verkauft sich gerade auf dem Markt und sowas, damit dieser Prozess gelingt. Aber der Zweck der Warenproduktion ist ja nicht die spezifische Ware in ihrer natürlichen Schönheit und in ihrem super Gebrauchswert. Der Gebrauchswert besteht nur darin, Tauschwert zu tragen und den Mehrwert dann zu realisieren, indem man sie verkauft. So gesehen braucht alles, was produziert wird, einen Gebrauchswert. Weil wenn es niemand braucht, kauft es niemand, dann kann sich der darin enthaltene Mehrwert oder Profit nicht realisieren. Grundsätzlicher Unterschied zu antiken Gesellschaften, zu feudalen Gesellschaften. Die waren anders organisiert, die waren nicht grundsätzlich als Warenproduzierend organisiert. Es gibt systematischen Profit. Alles Wirtschaften ist darauf ausgerichtet, dass ein Mehr rauskommt, also natürlich auch das Geld verleihen. Das ist genauso eine kapitalistische Branche, könnte man sagen, wie alle anderen auch. Wenn der Autoproduzent produziert, um Profit zu machen, dann eben auch alle anderen Kapitalisten. Ja? Das ist, da wird auch erstmal gar kein irgendwie moralischer oder wertender Unterschied gemacht, sondern diese Gesellschaft ist grundsätzlich eben auf Profit angelegt, also wird eben auch mit Geld Profit gemacht, Geld selbst zu Kapital gemacht oder umgekehrt, wie er hier sagt,
das Kapital zur Ware gemacht und verliehen wird gegen Zins. Sie ist weiterhin geprägt durch universale Konkurrenz. Das ist der eigentliche, der dynamische, das ist der Motor, der das alles antreibt, dieses universale Konkurrenzverhältnis zueinander, der sie auch permanent zwingt, produktiver zu werden, Varianten zu finden, wie man billiger produzieren kann, wie man mehr Mehrwert, was keine Kategorie ist, die die Kapitalisten kennen, mehr Profit rauspressen kann aus seiner Produktion. Und sie ist auf der anderen Seite, und das ist jetzt die Ebene, wo er dann den Fetisch erstmal festmacht, sie ist auf der anderen Seite geprägt durch Äquivalententausch. Bürgerliche Gesellschaft, die Grundregel der bürgerlichen Gesellschaft ist bürgerliche Vertragstheorie, es darf keinen Betrug geben, es müssen Äquivalente getauscht werden. Daran hängt die Gleichheit der Warentauschenden und politisch gesehen sozusagen die Gleichheit der Menschen. Französische Revolution, das ist sozusagen die politische Seite dessen, was die kapitalistische Ökonomie als Prämissen braucht. Mit Sklaven lässt sich keine kapitalistische Ökonomie machen, weil die selbst ja nichts kaufen können. Man braucht aber freie und gleiche Marktteilnehmer auf dem Markt. Und es werden Äquivalente getauscht, systematisch, wäre die marxische These. Im Gegensatz zu denen, die sagen, da findet Betrug statt und so weiter, Zins, das ist ein Aufschlag und das ist deshalb Betrug und sowas, würde der Marx sagen, nein. Da werden Äquivalente getauscht. Auf dem Markt herrscht diese Äquivalententausch, Freiheit und Gleichheit, und zwar selbst auf dem Arbeitsmarkt. Auch der Tausch zwischen Arbeiter, Arbeiterin und Kapitalist, Kapitalistin ist ein Äquivalententausch. Die Arbeitskraft wird zu ihrem Wert verkauft und erst die Anwendung dieser Arbeitskraft in der Produktion beschert dem Eigentümer, das ist dann der Kapitalist, den Wert und den Mehrwert. Arbeitskraft hat ja den Gebrauchswert, das analysiert er dann ja im Kapital, mehr Wert produzieren zu können, als sie selbst wert ist. Diesen Mehrwert kann der Eigentümer der Arbeitskraft einstreichen, der in dem Moment der Produktion eben nicht mehr der Arbeiter selbst ist, sondern der Kapitalist. So erklärt der Marx ja den Mehrwert, der aber in der Produktion entsteht. Deshalb ist dennoch der Tausch zwischen Arbeiter Kapitalist, ein Äquivalententausch. Gegen alle frühsozialistischen oder linksrikardianischen Vorstellungen, dass das ein ungleicher Tausch sei und dass es einen gerechten Lohn geben müsste und so weiter, ist die Marx'sche These ganz klar, das ist ein gerechter Tausch. Er weiß natürlich, dass es Beschiss gibt beim Lohn und dass es irgendwie mal unter Tarif bezahlt werden kann und sowas. Das ist eine empirische Frage, aber systematisch muss es so sein, dass die Arbeit zu ihrem Wert verkauft wird. Da findet kein Betrug statt. Das sind erstmal so die Charakteristika der kapitalistischen Produktionsweise. Marx sagt übrigens nie Kapitalismus. Das Wort Kapitalismus taucht im Kapital nirgends auf. Vielleicht nochmal rätseln drüber, warum. Es gibt so fleißige japanische Wissenschaftler, die das rausgefunden haben. Das ist also, das Wort Kapitalismus taucht so gut wie nirgends auf bei Marx. Er redet immer nur von Gesellschaften mit kapitalistischer Produktionsweise. Können wir vielleicht später darüber reden, was man für Mutmaßungen hat, warum das so ist. Also das sind dann erstmal die Charakteristika. Und was macht er dann im Kapital? Das kann man jetzt ja schlecht irgendwie vordeklinieren, was er macht. Aber er fängt erstmal ganz anders an, als es Gesell oder auch Proudhon machen, er geht erstmal davon aus, es gibt das alles. Es gibt kapitalistische Produktionsweise. Und zwar schon seit hunderten Jahren, also sie reproduziert sich irgendwie. Und irgendwie müssen diese Momente zusammengehen können.
Was nicht heißt, dass das widerspruchsfrei zu denken ist. Und dann fängt er an, ja, an Hegel geschult, erstmal zu gucken, wie erscheint die an der Oberfläche? Wie erscheint kapitalistische Produktionsweise? Und dann fängt er im ersten Band das Kapital an, die einfache Zirkulation darzustellen und zu kritisieren. Einfache Zirkulation heißt, er guckt erstmal die Sphäre an, wo die Waren verkauft werden gegen Geld. Er guckt sich an, was macht denn überhaupt ein Produkt zu einer Ware? Das Preisschild. Ja? Auf dem Preisschild steht was Bestimmtes drauf, nichts irgendwie Willkürliches, sondern da steht ein Preis drauf und dieser Preis drückt eben ein Wertverhältnis aus zu allen anderen Waren. Ja? Was noch den Anspruch hat, Äquivalenz auszudrücken mit anderen Waren. Also das heißt im Prinzip, eine Ware, deren Preis doppelt so hoch ist wie eine andere Ware, Ware A, hat einen doppelt so hohen Preis wie Ware B, wäre vom Anspruch her auch so, dass sie dann auch doppelt so viel wert ist. Dann diskutiert er die Wertkategorie und sagt, ja, mit dem Wert ist aber so ein Problem, man kann ihn ja nicht feststellen. Er lässt sich nicht so ohne weiteres quantifizieren in einer Gesellschaft, die völlig planlos vor sich hin produziert, die eine warenproduzierende Gesellschaft ist, wo sich diese Bestimmungsverhältnisse sozusagen immer hinter dem Rücken der Akteure erst herstellen, nämlich dann auf dem Markt, wenn die Waren verkauft sind. Wenn sie verkauft sind, hat sich letztendlich herausgestellt, was sie wert sind, nämlich zu welchem Preis können sie verkauft werden. Und dann ist das Argument meines Erachtens, da gibt es aber viel Streit drum, um diese Lesart, das Argument, würde ich sagen, für das Geld, das war dem Marx dann, um den Wert ausdrücken zu können, braucht es Geld. Es kann keinen äquivalenten Tausch geben ohne Geld, weil man den Wert nicht direkt ausdrücken kann. Das dekliniert er an dem Proudhon vor. Er spielt in dieser Vorstudie zum Kapital, spielt er ja dieses Arbeitsstundenzettelmodell richtig durch, ja, und sagt, okay, ja, nehmen wir das mal ernst, probieren wir das mal durch. Wenn das eine Gesellschaft ist, in der es auch Konkurrenz gibt, wo der Produktivere dann eben auch den besseren Preis machen kann und insofern dann eben auch auf dem Markt bestehen kann und so weiter, dann wird dieser Arbeitsstundenzettel ganz schnell das Problem bekommen, dass ein Arbeitsstundenzettel, auf dem 4-Stunden-Wert draufsteht, das gleiche Wert ist wie einer, auf dem 3-Stunden-Wert draufsteht. Ja? Sein Argument. Man kann dieses Wertverhältnis nicht unmittelbar in seiner Einheit ausdrücken, weil die Einheit selbst das Problem ist. Die Einheit von Wert ist nämlich die gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeitszeit und die wechselt ständig. Und dann ist das Argument meines Erachtens, dass das Geld dieses Problem erstmal gar nicht löst, diesen Widerspruch, sondern, das heißt das so schön, es ist die Form, in der dieser Widerspruch sich bewegen kann. Und das ist eine Formulierung, wo ich denke, die sollte man sich merken, weil das ist die Art und Weise, wie der Marx ganz oft argumentiert. Es werden immer wieder neue Formen entwickelt, in denen sich der Widerspruch, den man gerade dargestellt hat, dann bewegen kann und so wird die Darstellung weitergetrieben. Das heißt, das Geld drückt dann den Wert aus, aber es ist zugleich eine Verselbstständigung. Es ist die erste und eine der entscheidenden Verselbstständigungen in der kapitalistischen Ökonomie, weil das das hängt wiederum damit zusammen, dass diese Gesellschaft planlos produziert und sich die Wertverhältnisse immer nur hinter ihrem Rücken, so steht es da irgendwo, herstellen. Also ob es sich realisiert, ob sich der Preis realisiert, das entscheidet sich dann auf dem Markt. Also es ist eine ganz komplizierte Argumentation, die man jetzt hier auch nicht, also die ich jetzt hier auch abbrechen muss. Das Argument ist nur,
Mit dem Geld als Wertausdruck, als Preis, hat man eine Ebene von Verselbstständigung gefunden, die auch das erste Krisenmoment schon sein kann. Damit kann Verkauf und Kauf auseinandertreten. Ja? Damit kann aber auch sich die Kategorie des Geldes verselbstständigen. Und diese Verselbstständigung des Geldes, die dekliniert er immer weiter durch in den drei Bänden des Kapital. Also die Darstellung geht ja dann erstmal weiter, analysiert diese Zirkulation, diese Freiheit und Gleichheit. Dann kommt die Produktion, wo man ja erklären muss, wie systematisch Mehrwert produziert werden kann, eben über die Arbeitskraft. Dann kommt er in den Band 2 und diskutiert die Zirkulation des Kapitals. Da wird deutlich, dass kapitalistische Produktion als kontinuierliche, permanent Geld freisetzt. Ja, mit diesem Geld muss irgendwas gemacht werden. Entweder muss es reinvestiert werden, dazu braucht man eventuell einen Kredit, weil man nicht einfach mal eine zweite Waldstraße finanzieren kann. Der spielt im zweiten Band auch nicht die Rolle. Nein, der spielt noch nicht die Rolle, der Kredit, aber er ist da schon systematisch, guckt da irgendwie aus jedem Kapitel schon vor und er sagt, wir abstrahieren hier noch von dem Kredit, aber es ist völlig klar, dass wenn hier immer Geld freigesetzt wird, mit diesem Geld irgendwas passieren muss und das wird dann im dritten Band diskutiert, wo dann der Kredit auch eine Rolle spielt. Und in dem Band 3 diskutiert er dann neben der Verwandlung von Mehrwert in Profit, das kann man jetzt hier auf die Kürze nicht erklären, die verschiedenen Verselbstständigungen des Kapitals. Und da kommt dann das Kredit, das Finanzkapital spielt da dann eine Rolle, weil er sagt, es ist das eine Funktion, die jeder Kapitalist ausüben muss, ja, also dieses Geld verwalten, das Geld irgendwie anlegen, horten, sich leihen und sowas. An einem bestimmten Punkt macht es Sinn, das arbeitsteilig einer bestimmten Gruppe zu übergeben, die das dann für die gesamte Kapitalistenklasse macht, genauso wie es Sinn macht, dass man nicht die Waren selbst verkauft, die man produziert, sondern dass man sie an den Händler verkauft und der Händler verkauft es dann an den Konsumenten. Das sind alles sozusagen Verselbstständigungen oder Weiterentwicklungen des Kapitals. Und da diskutiert er dann auch, erst auf der Ebene kann man den Zins dann auch einführen methodisch oder einholen, der immer schon vorausgesetzt war. Und der Zins kann in der kapitalistischen Gesellschaft nichts anderes sein als ein Teil des Mehrwerts. Damit hat er ihn systematisch eingeholt, erklärt, entmystifiziert. Ja. Die Form GG' aus Geld wird Mehrgeld ist keine mystische mehr, sondern sie wird erklärt aus der Mehrwertproduktion. Sie muss als ein Teil des Profits gedacht werden. Später wird es mit der Rente auch so sein und hat gar nichts Mystisches mehr. Und ist insofern auch immer zurückgebunden oder hat immer eine Beziehung zur Produktion. Aber diese Form kann sich wiederum verselbstständigen. Wie sich permanent diese Kategorie verselbstständigen kann, der Wert und der Preis auseinandergehen kann, ja, so kann sich auch diese Form des Zinses verselbstständigen. Und diese Verselbstständigung verfolgt er dann ja auch. Marx war selber auch Zeuge einer Krise, einer ganz ähnlichen Krise, wie wir sie jetzt auch erlebt haben. Kann man dann, also es gibt ja in diesem Band 3 hier so 100 Seiten, die eigentlich gar kein Text sind, sondern die irgendwie nur eine Ansammlung von Zeitungsartikeln und Ausschnitten von Zeitungsartikeln sind und auch mit Konfusion überschrieben sind, wo er sozusagen Zeuge ist einer Krise, die ist Viertel lang jetzt so, genau, wo sie auch so eine Blase gebildet hat, ja? Schreibt er dann auch. Also man hat gewettet auf Geschäfte mit Indien und China, zeichnenderweise. Und diese Wetten sind dann nochmal versichert worden und diese Versicherungen sind verkauft worden und sowas. Also quasi das, was wir auch kennen, hat er da in ein bisschen kleineren Maßstab aber schon genauso erlebt. Und es war auch klar, dass das platzt
Es ist geplatzt und die Krise war genauso da. Es gab plötzlich Kapitalknappheit, es ist diskutiert worden. Ja, das alles wäre nicht passiert, wenn man nicht das vorher hätte so aufblasen lassen, ja, wenn die Bank nicht Geld rausgegeben hätte, wenn man für alles Geld, was geschöpft wird, einen Gegenwert im Keller liegen gehabt hätte, sagt die eine Schwule, ne? Wenn da Gold, wenn die Golddeckung funktioniert hätte, dann wäre das nicht passiert, ja, dann hat man die Golddeckung eingeführt, dann ist natürlich erst recht die Krise, hat sich verschärft, weil dann gar kein Geld mehr auf dem Markt war und so weiter. Also ganz ähnliche Debatten, die wir hier auch haben, die der Marx auch nie so diskutiert, dass er jetzt irgendwie eine Lösung für die Krise angibt, sondern die er versucht so zu analysieren, dass er das immer wieder auch als eine Verselbstständigung, die eben diese Geldform möglich macht, diskutiert und man könnte das prophezeien sozusagen, solange es kapitalistische Produktionsweise gibt, gibt es Zins und Kredit, ohne das geht's nicht. Ja. Und solange wird es auch solche Spekulationsblasen geben. Das kann man immer wieder versuchen, politisch zu regulieren. Das wird irgendwie immer wieder sich verselbstständigen, bis es in der Krise wieder ein Stück weit zusammenfällt. Und dann auch im deutschen Fernsehen gesagt wird, die Werte passen sich wieder die Preise passen sich wieder den Werten an. Was sie ökonomietheoretisch irgendwie, glaube ich, nicht schwer begründen könnten. Aber da passiert das, wo diese Verselbstständigung des Kredits, des Zinses von der Wertproduktion ein Stück wieder zurückgenommen wird. Das heißt, das Marx'sche Argument ist, im Gegensatz zu diesen Zinskritikern, Zins ist, wenn man es gesamtgesellschaftlich betrachtet, niemals losgelöst von der Produktion. Kann er gar nicht sein. Also, ja, es muss, der Zins lässt sich nicht anders erklären als, begrifflich entwickeln, als aus dem produzierten Mehrwert und Profit. Insofern ist er nie losgelöst von der gesellschaftlichen Wertproduktion. Individuell kann er das natürlich sehr wohl sein. Individuell gelingt es ja offensichtlich immer für eine ganze Weile, dass man solche Geschäfte machen kann. Die führen dann dazu, und das diskutiert er dann in dem Band 3 an der schönen Stelle, dass sich den Akteuren, würde man heute soziologisch sagen, die Verhältnisse völlig verkehrt darstellen. Das ist ja auch immer noch eine Schiene, die der Marx immer mit diskutiert, dass er die Fetischismen, die diese Gesellschaft selbst produziert, mit diskutiert, entlarvt, aufklärt. Ja? Also, und ein Fetisch ist der Fetisch, dass aus Geld mehr Geld wird. Der taucht ganz am Anfang auf, in der einfachen Zirkulation schon. Ja? Da lässt er sich natürlich gar nicht erklären. Aus dem Verkauf von Waren lässt sich ja nicht mehr Geld erklären. Ne? Systematisch gibt es das aber in der Gesellschaft permanent. Ja? Das muss man irgendwie erklären können. Nachdem er dann den Mehrwert entwickelt hat, die Mehrwertproduktion erklärt hat, diese Umverteilung vom Mehrwert auf Profit, diese Verselbstständigung dieser verschiedenen Branchen, nachdem er das alles diskutiert hat, diskutiert er dann, wie erscheinen jetzt die gesellschaftlichen Verhältnisse den, zunächst mal hier den Kapitalisten. Und da würde ich gerne ein kleines Stückchen vorlesen. Da sagt er, der Zins ist also nur der Ausdruck davon, dass Wert überhaupt, die vergegenständlichte Arbeit, in ihrer allgemeinen gesellschaftlichen Form, der im wirklichen Produktionsprozess die Gestalt der Produktionsmittel annimmt, als selbstständige Macht dem lebendigen Arbeitsvermögen, der Arbeitskraft, gegenübersteht und das Mittel ist, sich unbezahlte Arbeit anzueignen. Und dass er diese Macht ist, indem er als fremdes Eigentum dem Arbeiter gegenübersteht. In der Form des Zinses jedoch ist andererseits dieser Gegensatz gegen die Lohnarbeit ausgelöscht, denn das zinstragende Kapital steht als solches nicht der Lohnarbeit gegenüber, sondern im Kapital, soweit es funktioniert, fungiert, steht in der MEW.
glaube, das ist das bessere Wort, fungiert. Der ausleihende Kapitalist steht als solcher nicht dem Lohnarbeiter, sondern dem im Reproduktionsprozess wirklich fungierenden Kapitalisten gegenüber. Und dann sagt er ein Stück später, im Gegensatz zum Zins stellt sich ihm, also sein Unternehmungsgewinn, ihm, diesem fungierenden Kapitalisten, dem produktiven Kapitalisten, Attac würde sagen, der Realwirtschaft, als Unternehmungsgewinn da, als unabhängig vom Kapitaleigentum, vielmehr als Resultat seiner Funktion als Nichteigentümer, als Arbeiter. Also dieser fungierende Kapitalist hat selbst den Eindruck, das Kapital steht ihm gegenüber in Gestalt von dem, der ihm Geld leiht, und er selbst erhält seinen Profit nicht nur deshalb, weil er irgendwie Eigentum hat, sondern weil er selbst arbeiten muss. Es entwickelt sich daher, schreibt er dann, notwendig in seinem Hirnkasten, die Vorstellung, Hirnkasten, dass sein Unternehmungsgewinn, so weit entfernt, irgendeinen Gegensatz zur Lohnarbeit zu bilden und nur unbezahlte fremde Arbeit zu sein, was er ja vorher als den wahren, den wirklichen Zusammenhang entwickelt hat, vielmehr selbst Arbeitslohn ist, Wages of Superintendence of Labor, also Lohn für die Überwachung der Arbeit, höherer Lohn als der des gewöhnlichen Lohnarbeiters. Seine Funktion als Kapitalist darin besteht, Mehrwert, Surplus, Labor zu produzieren und so weiter. Ne? Also das Argument ist, dass in diesem Gegenüberstehen von diesen zwei Kapitalisten, der eine leiht Geld, immer idealtypisch betrachtet, und der andere muss ich das Geld leihen, um produzieren zu können, sich die Verhältnisse so verkehrt haben, dass der eine als Kapitalist erscheint und der andere selbst als Arbeiter. Und dann gibt es eine andere Stelle, wo er sagt, die Arbeit des Exploitierens und die exploitierte Arbeit sind auf einer Seite Schaffendes, ne? Und der Kapitalist als reine Eigentümer des Kapitals steht auf der anderen Seite. Damit haben sich sozusagen alle Verhältnisse, wie sie eigentlich sind, nämlich die, dass jeder Kapitalist sich unbezahlte Arbeit aneignet, insofern ohne Arbeit Profit machen kann, ja, so verkehrt, als ob nur diese Finanzkapitalisten das Kapital seien, also die Kapitalisten seien. Und dann sagt er, es verdreht sich auch dies. Während Zins nur Teil des Profits, das heißt des Mehrwerts, den das fungierende Kapital dem Arbeiter auspresst, ja, so hat er es entwickelt, aufgeklärt, diesen Zinsfetisch, erscheint jetzt, wenn man sich auf diese Ebene begibt, der Oberfläche, wo diese Kapitalisten sich da gegenüberstehen, erscheint jetzt umgekehrt der Zins als die eigentliche Frucht des Kapitals, die primitive, und der Profit nun in die Form des Unternehmungsgewinns verwandelt, als bloßes im Produktions- und Zirkulationsprozess hinzukommendes Akzessorium, als Zutat. Hier die Fetischgestalt des Kapitals und die Vorstellung vom Kapitalfetisch fertig. In GG-Strich, also aus Geld wird mehr Geld, haben wir die begriffslose Form des Kapitals, die Verkehrung und Versachlichung der Produktionsverhältnisse in der höchsten Potenz. Zinstragende Gestalt, die einfache Gestalt des Kapitals, worin es seinen eigenen Reproduktionsprozess vorausgesetzt ist. Die Fähigkeit des Geldes, der Ware, ihren eigenen Wert zu verwerten. Die Kapitalmystifikation in ihrer grellsten Form. Analysiert er hier als Fetisch, während die genannten Wien das sozusagen als Ausgangspunkt, als die reale Beschreibung dessen, was ist, nehmen und sagen, das müssen wir bekämpfen. Ja, wo man, wenn man das mit dem Marx betrachtet, sehen kann, das ist eine notwendige Begleiterscheinung, ein notwendiges Moment von kapitalistischer Produktionsweise. Und wenn man nur dieses bekämpft, ja, das sagt er bei dem Proudhon, dann wird man immer durch die Vordertür den Kapitalismus rauswerfen, den Zins, und durch die Hintertür wird man wieder reinholen. Ja, solange man Warenproduktion, Konkurrenz, Lohnarbeit, Unternehmer, Profite und sowas, alles das benutzt,
ja, wird sich genau das gleiche Verhältnis wieder ergeben. Und auch in der schönsten gesellschaftlichen Wirtschaftsordnung wäre es völlig klar, wenn man es mal durchdenkt, ja, dass die Unternehmer sich an einem bestimmten Punkt dann doch irgendwo Geld leihen müssten, um ihre Produktion aufrechtzuerhalten. Und es würde sich zwangsläufig wieder Geld herausbilden, das zu Kapital werden würde. Ja. Da wäre das marxische Argument, jetzt höre ich auch gleich auf, das ist nichts, was irgendwie dem Geld materiell oder sowas irgendwie innewohnt, sondern das ist die immanente Dynamik einer Gesellschaft, die auf Warenproduktion basiert, die kapitalistische Warenproduktion ist, also auch Profit, nicht auch Profit, sondern deren oberster Zweck das Profit machen ist. Wenn man die gesellschaftliche Produktion so organisiert, dann wird man die entsprechenden Austauschmittel damit mitproduzieren. Da kann man versuchen, das politisch wieder gegenzusteuern. Das hat die DDR ja auch versucht. Ja, und schwupps hat man eine Doppelwährung. Man hat eine Binnenwährung, die man politisch kontrollieren kann. Und wenn man auf dem Weltmarkt was kaufen muss, dann hat man die Währung, die sich ökonomisch aufgrund der immanenten ökonomischen Gesetzmäßigkeiten dieser Produktionsweise ergeben, wieder produziert. Ja, das lässt sich nicht politisch irgendwie einschränken. Ja, die Wunschvorstellung von denen, deshalb ist das auch in der Regel immer äußerst staatszentriert, diese Zinskritiken. Obwohl diese Gesell-Anhänger bei den, oder der Silvio Gesell, bei den Anarchisten ja sehr beliebt. Silvio Gesell, der Marx der Anarchisten, gibt so ein schönes Buch, ja, wo man ja annehmen könnte, die haben so eine gewisse Vorbehalte gegen den Staat und eine gewisse Staatskritik. Ja. Inhaltlich ist genau das Gegenteil der Fall. Ja. Also diese Utopien, diese Fantasien brauchen immer massive staatliche Kontrollen, denen es dann letztlich, wäre meine Prognose, doch nicht durchgelänge, das durchzusetzen, was sie da als Utopie haben. So, jetzt höre ich auf.